Hallihallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge LS19 Cinema auf dem wunderschönen Südharz oder in dem wunderschönen Südharz. Ich habe ja gestern Nachmittag, wie schon gesagt, ein bisschen freigenommen, habe mir ein bisschen hier Hausarbeit gemacht und so Zeug. Und naja, jetzt würde ich mal gucken, wie so der Stand der Dinge ist. Wir haben ja noch relativ viel Sachen im Lager, die wir verkaufen können, weil ich brauche halt einfach noch ein bisschen Geld. Ich will ja den Traktor eigentlich switchen. Da würde ich mal gucken, wie die Verkaufspreise so sind. Das heißt, ich check das mal eben. Speichern möchte ich jetzt gerade nicht. Wir prüfen mal die Verkaufspreise. Was wir relativ viel im Lager haben, ist Gerste, die brauche ich eigentlich nicht. Soja kann man eigentlich einen ganzen Schwung verkaufen und Mais. Das heißt, ich würde also das, das und das jeweils eine ganze Fuhre verkaufen und Strohpellets. Da haben wir auch noch einige. Oh gut, das zeigt es hier nicht an. Den Roggen, ja, puh, keine Ahnung, was man mit dem machen. Den könnte man theoretisch auch verkaufen, weil ich glaube, verfüttern kann ich den nicht. Das muss ich mal gucken, ob ich den oben bei die Schweine mit reinmachen kann. Genau. So, achso, dann müsste man mal kurz den Verkaufspunkt noch erörtern, ob wir da immer den gleichen nehmen. So, hier würde sich Peters. Nee, den da. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Petersdorf wird sich hier anbieten für Soja auch. Für Mais nicht. Ah, naja, auch für Soja nicht, ne? Da wäre der untere besser, kriegen wir ein paar Euro mehr. Und für die Pellets? Die Pellets? Die Scheune. Gut, da hätten wir dann drei verschiedene Abladepunkte. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Leuchtet das hier irgendwo? BGA, Molkai, Sägewerk, Obstlager. Ja, sehr gut. Achso, hier. Da waren ja noch ein paar Verkaufspunkte aus. So, ach ja, hier wäre der Stemper, wo wir Soja und Mais hinbringen. Und vermutlich wird das dann Petersdorf sein. Okay. Und die Scheune ist auch hier drüben. Alles klar. Dann fahren wir hier runter. Da müssen wir hier den Hof runterfahren. Okay. Mal gucken, ob wir den finden. Da bringen wir dann, was habe ich gesagt, die Gerste hin, ne? Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir mal los. Lass mich hier mal durch. So, der Tank ist noch voll. Das sehen wir hier unten auf der A-Säule, ne? Da haben wir die Tankanzeige. Die ist voll, das ist gut. Dann schnappen wir uns mal eben den großen Kipper. Oh, ein bisschen anders dahinsetzen hier. Hat schon wieder das Head-Eye-Tracking verschoben. Mal. Oh, so. Machen wir auf. Da sehen wir dann schon unseren Glass Thrasher. Ja, mit dem Schneidewerk, mit den zwei Schneidewerken hier, die habe ich hier abgestellt. Und hier, weiß ich nicht, ob man da noch was dazwischen noch mit reinstellen oder ob man das soll lassen. Das muss ich dann mal prüfen bei Gelegenheit. So. Thank you.
Dann die Luke auf. Wir wollen laden. Die Luke ist zu. Jawohl. Ach Gott. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wo die nächste Bank ist. Könnte man mal den Kontostand prüfen. So, Start. Der wird eh nicht ganz voll werden. Kann ich das irgendwo sehen, ob der noch läuft? Oh Gott. Gehen wir hier an. Durch die Tür komme ich eben nicht. So. Ja, ich höre es zumindest. Gut, dann machen wir das nach Gehör. Oh, jetzt scheint es aufgehört zu haben. Kann man da mal kurz... Ja. Fahre ich dann hier unten raus? Ist, glaube ich, keine so gute Idee, aber nein, gut. Müssen wir halt nicht über den Hof fahren. Vielleicht sollte ich mir ein Gewicht... Oh Gott. Ja. Wir brauchen definitiv ein Gewicht. Da kommt gerade nichts. Es könnte eine längere Fahrt werden, ne? So, dann, ich würde sagen, wir fahren ganz kurz zum Händler und holen uns noch ein neues Gewicht. Ich glaube, ich habe noch gar keins auf dem Hof. Oh, schau mal, die Obstbäume, wie sie blühen. Herrlich. Sieht schick aus. Puh, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln hier. Ein bisschen Gas wegnehmen hier. Ob das jetzt so klug war? Ich hätte, naja. Ich glaube, nämlich, oh Gott, bremsen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Hänger jetzt hier abstelle, aber wir fahren da jetzt einfach hier so hin. Oh. Oh, Moment, ich fahre auf die Seite. Kein Problem. So. Ist hier gar kein Händlersymbol? Oh, echt nicht? Ich habe gedacht, hier wäre so ein Händlersymbol gewesen. Ja, gut. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir das so machen. Ein Gewicht hätten wir gerne. Braucht man schon was Größeres, ne? Zum Festschnallen, das braucht man nicht. 1400 ist zu wenig. Ich glaube, wir nehmen so ein ganz großes, oder? So 2,3,3. Oh, 3,3 ist, glaube ich, schon ordentlich. Jawohl. Aber dass ich hier noch Honigwaben habe, das habe ich... Ich weiß gar nicht, wie die hierher kommen. Ja, die werde ich dann mal mit dem Auto abholen. Mal gucken, wann wir das machen. So, jetzt machen wir aber erstmal den Hänger hier weg. So, schmeißen wir kurz das Gewicht an. Ups. Ich glaube, da war ein Straßenschild gestanden. Bin mir gar nicht sicher. Gut.
Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal kurz meinen Kontostand checken. Ich habe den gerade gar nicht gesehen. 66.000. Habe ich eine Bank auf der Karte? Ich muss echt mal kurz gucken, ob eine Bank. Ist hier eine Bank verbaut? Ich sehe jetzt keine. Güterverkauf. Warte mal, kann ich das mal. Nee, so. Die Tankstelle. Nee, hier ist gar keine Bank verbaut. Ja, oder wir prüfen das halt dann am Computer, wie den Rest halt auch, dass wir das dann quasi übers Online-Banking dann prüfen, was wir dann bekommen haben. So, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg, ne? Ihr kennt es, der Schnelldurchgang, damit ihr die langsame Fahrt hier nicht miterleben müsst. Oder dass es ein bisschen schneller geht, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Wir hören uns dann wieder unten, wenn ich angekommen bin. So, da bin ich dann in Petersburg angekommen. Petersdorf, Burg, wie hieß das Dorf hier nochmal? Und jetzt müssen wir hier nur noch den Verkaufsträger finden. Und ich habe echt keinen Schimmer, wo der ist. Frage ist, wie wir das halt machen. Ich würde gerne den Traktor hier irgendwo mal kurz abstellen und das mal prüfen. Da hinten sieht wie ein Verkaufspunkt aus. Landhandel, guck an. Da steht auch ein Komposter. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, das probieren wir halt mal. Was steht hier? Ankauf Körnerfrucht. Ja, ne? So, das müsste ungefähr passen. Er lädt zumindest ab. Ja. Na, das hat ja funktioniert. Ja, prima. Wie viel Geld, das wir damit verdient haben, sehen wir jetzt hier offensichtlich gleich nicht. Aber in den Hänger gehen, glaube ich, 45.000 Liter rein. Und pro 1.000 Liter haben wir bekommen 260 Euro. Ich glaube, ich nehme mal kurz den Taschenrechner zur Hand. Moment, ich tippe das mal eben ein. Mal 45. Das wären 11.000 Euro. Ja, puh. Oh, wir hatten ein Schild da umgefahren. Immer diese Audis hier. So, wir sehen hier nicht so viel, aber da kommt gerade nichts. 11.000. Ja, damit, ne, da ist es. Ist der Takt aber noch in weiter Ferne? Ich glaube, ich brauche roundabout 180 Euro, um mir den großen Schlepper gönnen zu können, wenn wir den anderen verkaufen. So, mein Mikro. Oh.
hält nicht da, wo es sein soll. Oh, Entschuldigung. Ich muss... Blödes Mikro, es macht nicht das, was es soll. Ja gut, dann hören wir uns gleich wieder beim Hof, ne? Ich fahre mal schnell zurück und dann werden wir das nächste verkaufen. Da habe ich auch keine Ahnung, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wo der Verkaufsplatz ist. Aber wir werden den schon finden, ne? Also was soll schon passieren? So, da wären wir auch schon wieder am Hof. Sehr gut. Dann auf zur nächsten Frucht. Wenn ihr euch fragt, warum ich nicht den großen Traktor nehme, den kettenbetriebenen mit so einem schweren Hänger hinten dran, der lässt sich nicht fahren. Da fährst du in Gott und der Walachei rum, nur nicht da nicht, wo du hin willst. Das ist echt nicht schön. Der ist da einfach zu leicht auf der Vorderachse. Jo. Ich steig mal aus, oder? Ich hör's nicht. Jetzt, ja. Ja, Schweinefutter müssen wir dann auch noch herstellen. Da hat... Holt der gerade meinen Traktor weg? Das hat jetzt gerade so ausgesehen, ob er sich bewegt hätte. Gut, ich hatte auch die Handbremse nicht drin. War vielleicht nicht sonderlich klug. mit K, ne? Also so, ihr wisst schon. Oh Gott. Boah. Oh, schiebt denn der so um? Herr Jemine. Auch hier, der ist relativ leicht auf der Vorderachse, trotzdem großen Gewicht vorne dran. Also das ist, ja, ist schon grenzwertig. So, ich weiß gar nicht mehr den Verkaufspreis für Soja, aber das war alles so irgendwie niedrigpreisig. Aber wenn wir überall keinen großen Reibach machen... Naja. So, da machen wir uns mal auf in das Dörfchen ganz nach hinten. Und wir sehen uns dann, oder wir hören uns gleich wieder bei... Ach, guter Gott, guck mal, wie der schiebt, ey. Heiland, na. Bei der Suche des Verkaufsträgers. Bis gleich. So, ich glaube, da drüben ist unser Verkaufstöcker. Das sieht zumindest stark danach aus. Ach, guck mal. Das ist sogar angeschrieben. Na, das ist doch mal herrlich. Was soll dann schon passieren? Das Rapsfeld auf der Seite, das hat voll schön ausgesehen da in der Blüte drin. So, er macht leer. Jo. Funktioniert. Ein Träumchen.
Na dann, auf wieder heim. Alter, wieder auf der Vorderachse geschwimmt, ne? Das ist puh, das ist Arbeit. Guck mal, da kann man aber dann gleich den kurzen Weg eigentlich fahren. Weiß nicht, ob man das wollen. Den Mais muss man auch hierher bringen. Und die Scheune, die war auch hier unten, oder? Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Naja. Jetzt verkaufen wir erstmal schnell den Mais noch. Und dann müssen wir eh das Förderband vorbereiten, damit wir die Stohpellets einladen können in den Kipper. Und derweil schauen wir mal, wo die Scheune ist und gucken mal, wie viel Geld das wir denn bekommen haben. Ich hoffe, die Überweisung ist schon auf dem Konto angekommen. Was hat man vorher? 66.000. Das müsste auch wieder so im Bereich gewesen sein von 11.000 Euro. Also wenn wir den Mais auch verkauft haben, müsste man so bei knappen 100.000 Euro sein. Ja. Aber jetzt genießt erstmal wieder die Fahrt zum Hof und ja, viel Spaß. So, da wären wir denn auch schon wieder. Dann laden wir noch einmal Mais ein. Feine Geschichte. Oh Gott, der Kipper, der braucht dann aber auch mal erstmal eine Wäsche hier. So, wie geht's unseren Bockerlern? Denen geht's ganz gut. Ich habe gesehen, die Ferkel sind schon wieder Ferkel. Oh, da müssen wir hier mal langsam Futter auffüllen, ne? Ferkel haben wir schon wieder bekommen. Der Stall, der wird langsam echt rappellvoll. Aber das macht ja nichts, ne? Da kann man dann schön verkaufen, wenn sie dann ausgewachsen sind. Beziehungsweise die Muttersauen, die geworfen haben, die werden wir dann auch schon... Oh Gott. Die werden wir dann auch schon verkaufen. Weil ich glaube... Ich habe zu viel Muttersäue gekauft. Tja, dann schwimmen wir mal kurz rüber zum zum Landhandel. Komm, wir lassen den. Oh Gott. So, aber. Nach dem Grauen hier fahre ich. Ja, du musst jetzt kurz warten. Die fahren hier echt schnell, ne? Die fahren hier schneller als ich. Das ist schon ein Highlight hier auf der Karte. Und guck, wie der schwimmt. Herr Jemini. Uiuiuiui. Ja, dann wieder viel Spaß bei der Überführungsfahrt hier. Seht mich am Schwitzen hinterm Steuer, wie ich versuche, das Gerät auf der Straße zu halten. So, diesmal nehmen wir gleich hier die Einfahrt. Ich habe jetzt auf dem Weg runter den Tempomat angemacht, weil langsam ist er doch ein bisschen besser zu steuern. Vielleicht sollte ich das
Oh. Vielleicht sollte ich das machen, wenn ich da mit dem vollen Kipper durch die Gegend fahre, einfach ein bisschen langsamer fahren, weil hat man einfach ein bisschen mehr Kontrolle über die Kiste hier. Aber ich habe gesehen, dass ich die Einstellungen für den Tempomat nicht mehr drin habe. Die muss ich nochmal neu setzen. Weil ich steuere das übers Lenkrad. So, geht sich das hier aus? Kein Verkehr, wunderbar. So, dann fahren wir mal noch eine Runde hier durch die wunderschöne Frühlingslandschaft. Dann gehen wir mal ein bisschen raus hier. Sehr gut. Ne? Genießt die Fahrt durch die wunderschöne Gegend. Ich finde es so schön gemacht hier, ne? Mit den ganzen Hügeln und den ganzen Bäumen und die Obstbäume überall. Ach, ich finde es so schön. Ach, herrlich. So, da wären wir auch schon wieder am Hof. Ich bin jetzt einen kleinen Umweg gefahren, weil ich den Weg einfach so schön fand. Da musste ich jetzt einfach entlang fahren. Hat mir gefallen. Wir fahren jetzt von oben in den Hof rein, weil ich muss hier eh hier zum Pelletlager hin. Ich hoffe, ich komme da jetzt rum, aber es müsste sich eigentlich ausgehen. Schön langsam, schön ausholen. Jawohl. Sehr gut. Dann stellen wir mal die Kiste hier eben ab. Ach. Dann müssen wir hier das Förderband mal hinfahren. So. Dann gucken wir mal. Erstmal hier raus. Jawohl. Dann kann man das schon mal nach oben ziehen. Da bauen wir ordentlich. So, dann lasse ich hier gleich mal eine Lücke, weil da fahren wir das kleine Stückchen Förderband rein. Da hinten stehen noch ein paar Holzkisten und ein Hubwagen. Die Holzkisten sind fürs Obst gedacht, weil die Obstbäume haben ja, das Obst kann man da ernten. Das funktioniert aber leider nicht so wie gedacht mit den Holzkisten. Da werden wir so einen kleinen Workaround haben, da werden wir dann mit dem kleinen Saatgutkipper. Hä, warum klappt der jetzt da nicht an? Muss ich das da anmachen? Ah ja, okay. So, oh. Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, ganz hoch ist es. Schalten wir das mal an. Kommen wir da drunter? Ne, abkippen tut es hier nicht. Sehr gut. Ich hatte schon kurz befürchtet. So.
Ja, Handbremse. Na, das war nicht die Handbremse. Fahren wir erstmal. Oh, ich gehe, glaube ich, mal in die Innenperspektive. Das ist einfacher. Ja, da sehe ich nämlich nichts, ne? Nichts sehen ist immer gut. Ja, setzen wir da einfach mal ein schönes Stück zurück. Am Kuhstall entlang. Herrlich, genau. So, dann fahren wir da mal drunter. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da drunter passen. Aber das sieht gut aus, oder? So, schau her, das funktioniert. So, während der voll läuft, würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir unser Geld schon bekommen haben. Das ist immer recht steil hier. So, rup. Hallo? Lass mich doch da durch. Ach, danke. So, also. Kontostand 106.000, Kredit müssen wir auch noch ein bisschen abbezahlen. Betriebskosten, Gebäude, Einnahmen, Ernte, 40.000 bis jetzt. Ja, das ist doch mal nett. So, dann wollte ich nochmal gucken, bei der Scheune muss ich die verkaufen und die war auch hier unten irgendwo. Kannst du das mal ausblenden? Das hier ist die Scheune. Ja gut. Die werden wir dann schon finden, ne? So weit kann er die dann auch nicht weg sein. So, dann wollen wir mal gucken. Aber was ich noch machen wollte. Muss ich nochmal am Computer an. Hier. Hier, den Schweinen. Also, wir haben schon wieder Nachwuchs bekommen. 176, das war noch. Also, ja, es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, schon mal, die sind hier noch ganz viele trächtig. Ich glaube, den Stall wird es bald sprengen, aber ja, so ist es halt, ne? Milch gibt es immer noch keine. 0,5 Jahr. Ja, in einem halben Jahr gibt es die ersten Kälbchen und ich denke, dann wird es auch die Milch geben. Füttern, das werden wir wahrscheinlich heute Abend dann machen. Oh, die Hühner brauchen ganz dringend Gerste. Aber vielleicht mache ich das dann doch früher, dass ich die Schweine erst fütter. Viel ist, glaube ich, nicht mehr den Anhänger drin. Wenn nicht, kippt man halt den Rest in Silo rein. Da kann ich Schweinefutter lagern. Das wird mir aber nicht angezeigt. Aber das habe ich damit hinzugefügt. Und dann geht man halt den Hühnern, kann ich den. Achso, ich wollte gucken, ob ich meinen Roggen irgendwie Weizen, Gerste. Nee, den Roggen kann ich nur verkaufen. Aber vielleicht kann ich den oben in Schweinefuttermischer reinwerfen. Das müssen wir mal ausprobieren. Da müssen wir mal dann nochmal hochgucken, ob das funktioniert. So, der läuft immer noch. Aber der sieht schon gut voll aus hier, ne? Der müsste doch jetzt da mal langsam. Oh ja, da hat sich schon ein Türmchen gebildet. Vielleicht schmeißen wir da schnell das Schweinefutter rein. Dann mache ich mal kurz auf. Opala! Oh, falscher Gang denn. Da müssen wir aber. Achso, Sauberkeit war ja auch ein Thema bei den Schweinen. Aber da müssen wir vielleicht vorher kurz sauber machen, bevor wir. Dann schwingen wir mal da schnell den Besen. So. Gut. Hammer gemacht.
Schweinefutter wird hier nicht angenommen? Was? Entweder ist der Hänger der Ticker voll, also der Futtertug voll, oder der Hänger leer. Aber der Hänger ist leer. Sehr gut. So, lass mich mal hier kurz in die Kabine, damit ich weiß. Passt. Dann kannst du den aber mit Mais, mit Weizen voll machen, genau. Und wir gehen derweil die Stohpellets verkaufen. Auf zur Scheune! So, die müssten dann ein bisschen mehr Geld bringen. Die müssten ja dann so knappe 20.000 bringen. Das heißt, wir sind ja dem Ziel schon sehr, sehr nahe hier mit unseren 180.000. Aber jetzt haben wir halt einfach nicht mehr viel zu verkaufen, ne? Das ist das Problem. Und Kreditkosten haben wir ja auch noch jede Menge. Wollen wir mal schauen, wie wir da durchs Jahr noch durchkommen. Ich meine, ein paar Schweine kann man dann verkaufen. Eigentlich kann man das dann schon gleich machen, die ersten Muttersäue verkaufen. Da muss man dann noch ein bisschen Saatgut ordern. Weil wenn wir Mais und Soja sehen, ne, dann brauchen wir da noch ein bisschen. Ich glaube, so viel habe ich nicht mehr da, aber das kann man dann prüfen. Wir haben noch ein paar Tage, bis wir säen können oder dürfen oder wollen. Aber kaufen würde ich es dann schon mal zum Hof bringen. Wobei Mais-Saatgut müsste reichen. Da müsste ich noch fast eine ganze Palette haben. Das schauen wir uns dann an. Machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt verkaufen wir das hier nochmal schnell. Und dann schauen wir, wie wir stehen. Oh, ich finde den See da hinten auch voll schön. Aber den sieht man nicht, wie ich da vorhin vorbeigefahren bin. Na gut. So, genießt erstmal wieder die Fahrt durch diese wunderschöne Gegend. Und dann werden wir gleich mal den Trigger suchen. Ach, diese Frosch-Schutzzäune. Da führt auch einer durch meinen Hof durch. Hm. Habe ich aber erst etwas später erfahren, als er dann quasi im Winter aufgestellt wurde. War nicht ganz so lustig. Naja. So, also jetzt viel Spaß mit der Fahrt. So, also ich bin jetzt hier wieder zu der Verkaufsstelle gefahren, mit dem Stohpellets hat es sich jetzt deutlich besser fahren lassen. Oh. Okay, so, stopp, halt stehen. Jetzt werden wir mal hier schnell die Scheune suchen. Laut Karte war die gar nicht so weit, naja, da kann man nicht durch. Laut Karte war die ja gar nicht so weit weg, die war so ein bisschen... So ein bisschen hier, ne? Mal gucken, ob wir die jetzt hier finden. Hier ist der Reparaturhandel. Reparatur- und Werkstattservice. Da kann man auch die Gerätschaften verkaufen. Da muss man dann ja demnächst auch mal die Geräte dann Stück für Stück hinbringen. Na, da müssen wir dann hier reparieren lassen. Wo ist da die Einfahrt? Ja, habe ich die? Ach, die ist da drüben. Jawohl, hier, ne, ist der Reparaturservice. Und kann ich auch verkaufen, genau. So, und die Scheune
Ja, die habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Ah ja, hier, guck mal. So, ja gut. Ne? Das ist ja gar nicht so weit entfernt. Den Weg, den werden wir, glaube ich, auch relativ einfach finden. Ich glaube, wir werden uns da zwischenzeitlich nicht mehr verfahren. So. Oh, jetzt. Handbremse lösen ist immer so ein Feature, das funktioniert sehr gerne. Da, rückwärts müssen wir da eine zelebrieren. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ich nehme mal das Mikrofon. Hallo, bleib da. Ich sehe nichts. Gott, weiter anschlagen. Ist das Tor jetzt wieder zugegangen? Nee. Ich glaube, ich setze noch mal um, oder? Oh, Herr Jemini. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt stehe. Ich muss mal kurz gucken. Ja, beschissen ist noch gepaalt. So, warte mal. Wir müssen uns da eigentlich nur ein bisschen an den Weg halten. Dann wird es schon. So, schön einlenken. Schön kräftig hier oben. Noch ein Stück, noch ein Stück. So, jetzt so. Theoretisch müssen wir da jetzt reinkommen. Hört ihr mich noch? Warte mal, ich nehme das Mikrofon mit. Oh. Irgendwo ist mal angedockt. Ja, gut. So, kann man da jetzt eigentlich schon abladen? Hä? Bin ich schon wieder jetzt irgendwo gegengefahren? Das gibt's ja gar nicht. Tatsächlich. Heiland, na. So, kann ich jetzt abladen? Jawohl. Ah, schwere Geburt hier. Ja, wunderschön. Kann man schon rausfahren oder reiße ich da das halbe Tor raus? Ne, es geht. Dann vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback da lässt. Ich werde jetzt schnell zum Hof fahren und den Hänger abstellen. An der Waschanlage, weil den machen wir gleich dann mit dem Dampfstrahler sauber, aber das machen wir in der nächsten Folge. Die Fahrt, die erspare ich euch diesmal. Ich glaube, ihr habt euch mich jetzt genug fahren gesehen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!